Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel aus meinem Hörbuch Der Blick aus meinem Fenster. Heute mit dem Titel Ein neuer Anfang in Barauna. Durch die konstanten Besuche meiner Familie in Barauna lernte ich natürlich auch die Stadt und die Umgebung näher kennen. Barauna selbst mit 80.000 Einwohnern liegt weit weg vom jeglichen Einfluss der Hauptstadt Santo Domingo. Nahe der Grenze zu Haiti hatte man mehr mit den eigenen Problemen zu tun, als sich um die Angelegenheiten der Politiker in Santo Domingo zu kümmern. Dazu kam noch, dass die Straße noch nicht so gut ausgebaut war wie heute und man brauchte viele Stunden, sogar Tage, um in die entlegensten Ecken dieses Gebietes zu kommen. Barauna selbst lebt vom Bananenanbau. Aus dieser Gegend kommen alle Bananen, die das Land so produziert. Nebenbei gibt es hier Thermalquellen, den größten Salzwassersee der Karibik, den Lago Enriquillo mit den Salzwasserkrokodilen und, was mittlerweile jeder kennt, der die Insel besucht hat, den Larimar. Das ist unser blauer Halbedelstein und der wird in den Bergen bei Barauna abgebaut. Landschaftlich, muss ich sehr ehrlich sagen, habe ich noch nichts Schöneres auf dieser Insel gesehen als diese Gegend. Berge, Wasserfälle, die direkt ins Meer fließen, wunderschöne Buchten mit blauem Wasser und dem Grün der direkt anschließenden Regenwälder. Einfach nur ein Traum. Ein paar kleine Hotelanlagen gab es auch, aber die Gäste oder der Tourismus beschränkte sich nur auf einige Rucksacktouristen und Arbeiter aus den USA, die auf einer der Stromversorgungsstationen arbeiteten. Ich zog dann erstmal wieder zu meiner Familie in die kleine Hütte, hatte aber schon im Plan, etwas Größeres zu suchen. Aber für mich war jetzt erst einmal vorrangig, meine geplante Tauchschule in Barauna zu etablieren. Das größte Hotel an der Küstenstraße, das Hotel Riviera direkt am Meer, war über meine Idee sehr froh und stellte mir eine kleine Holzhütte direkt am Strand zur Verfügung. Den Hotelpool konnte ich für Kurse und Schnuppertauchen benutzen und mein kleines Tauchboot lag direkt vor der Hütte am Strand. Strand war vielleicht zu viel gesagt, denn das Problem dieser Gegend um Barauna ist eigentlich, dass es keinen direkten Strand gibt. Die Küstenlinie besteht aus Kiesstränden. Und die Dominikaner sammeln diese Kiesel und verkaufen diese dann an Bauunternehmen auf der ganzen Insel. Die Bucht vor Barauna wurde durch das Ausbaggern der großen Fahrrinne für den Hafen so verändert, dass die Strömungsverhältnisse sich dadurch zum Negativen verändert haben und dass direkt vor dem Hotel nur noch sehr wenig Wasserbewegung stattfand. Das bewirkte natürlich eine Versumpfung der Bucht und das direkt vor dem Hotel. Nebenbei lag eine kleine Mangroveninsel direkt davor und das führte natürlich dazu, dass es an Moskitos nicht gerade mangelte. Also nicht gerade super Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tauchschule. Naja, die Riffe lagen am Außenriff, was ca. 25 Minuten Fahrzeit in Anspruch nahm. Mein Captain José, ein alter Fischer, kannte Gott sei Dank die Riffe, so dass ich da mit der Sucherei nicht viel zu tun hatte. Die Tauchschule lief sehr schleppend an. Gäste kamen, wenn überhaupt, an den Wochenenden aus der Hauptstadt Santo Domingo. Wohlhabende Dominikaner, die dann auch mal das Tauchen ausprobieren wollten, sofern sie denn schwimmen konnten. Nur so zur Anmerkung, das Internet war 1999 in Barauna noch absolut in den Kinderschuhen und nur über Festnetz mit einem 56K-Modem möglich, wenn überhaupt. Damit also wie in der heutigen Zeit ein soziales Netzwerk aufzubauen und Gäste zu akquirieren, war noch nicht möglich. Gott sei Dank hatte ich Kontakt zu einem deutschen Projekt der GTZ, Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, und die unterstützten die dominikanischen Fischer und unterrichteten diese in effektiven und nachhaltigen Fischen. Ehrlich, man musste sich schon fragen, wie deutsche Entwicklungshelfer den Dominikanern das Fischen beibringen können. Aber nichtsdestotrotz,
Diese Kontakte waren für mich zu dieser Zeit sehr wertvoll, denn so erfuhr ich über traumhafte Strände und Riffe weiter im Südwesten an der haitianischen Grenze in Pedernales. Ich hatte dann auch Gott sei Dank mal die Gelegenheit, einen Tag das Projekt in Pedernales zu besuchen und vom Schiff aus vor der Insel Beata tauchen zu gehen. Was ich dann dort sah, verschlug mir förmlich den Atem. Vor mir zeigte sich eine komplett intakte Unterwasserwelt mit allem, was das Taucherherz begehrte. Von kleinen Fischen bis zu den großen Haien war alles vorhanden. Doch, wie sage ich es meinen Tauchern? Meine dominikanischen Stammgäste, die alle paar Wochen kamen, waren begeistert von der Idee, an den Wochenenden in Pedernales tauchen zu gehen. Aber für mich war das immer eine wahnsinnige logistische Aufgabe, alles zu organisieren und die komplette Tauchlogistik an die haitianische Grenze zu transportieren. Tanks und Kompressor mussten immerhin noch 2 Stunden von Barahona nach Pedernales transportiert werden. Gott sei Dank durch Familienkontakte von meinem Kapitän José hatten wir dann aber im Dorf Pedernales einen guten Freund, der uns Platz zur Verfügung stellte, um die Tanks zu füllen und unsere Ausfahrten mit ortsansässigen Fischerbooten zu organisieren. Sein Name war Abel. Wie schon gesagt, war das Tauchen sensationell und jeder Taucher hatte eine großartige Zeit. Beim Flaschenfüllen, was natürlich immer dann stattfand, wenn alle anderen Taucher beim Essen waren, unterhielten wir uns mit unserem neuen Freund Abel über das Finden anderer Tauchspots vor Pedernales. Schon nach kurzer Zeit verfügten wir über mehr als 10 verschiedene Plätze, die aber von 20 Minuten Fahrzeit mit dem Boot bis zu 1,5 Stunden entfernt waren. Zum Teil bei etwas Wellengang schon ein Abenteuer. An einem Wochenende erzählte uns Abel etwas von kleinen Wassertümpeln in der Gegend um Pedernales. Einige davon konnte man auch schon an den Zufahrtsstraßen sehen. Diese waren jedoch sehr flach und die Dominikaner benutzten diese, um sich mit einem Bad zu erfrischen. Andere Tümpel, die man hier Possos nannte, waren weiter im sehr unwegsamen Gelände versteckt. Hier muss man wissen, dass Pedernales umringt war von einem wahren Kaktusdschungel. Ich wurde sehr neugierig und wollte diese Possos natürlich sehen. Und so machten wir uns auf den Weg in den Kaktuswald. Abel zeigte mir 3 große Wasserlöcher, die, wie er sagte, früher schon von den Taino-Indianern, also den Ureinwohnern der Dominikanischen Republik, als Wasserreservoir genutzt wurden. Das Wasser war reines Süßwasser und kristallklar, so dass man den Boden sehen konnte. Am Rand fand ich dann einige Tonscherben, die, so wie Abel mir sagte, noch von den Taino-Indianern stammte. Das waren die Reste von zerbrochenen Krügen, die man nutzte, um das Süßwasser zu transportieren. Ich wusste noch aus meiner Zeit in Juan Donio, dass man für alte Taino-Dinge richtig viel Geld bekommen konnte, wenn die Artefakte noch gut erhalten waren. So reifte in meinem Kopf schnell die Idee, mit kompletter Tauchausrüstung in diese Löcher zu springen und zu schauen, was da sich so auf dem Grund der Tümpel angesammelt hatte. Vielleicht hatte man ja Glück und man fand einen gut erhaltenen Krug. Der Plan war schnell gemacht und die erste Expedition war für das kommende Wochenende geplant. Schon lustig der Gedanke, dass man mit kompletter Tauchausrüstung durch einen Kaktusdschungel wandert, um in ein kleines Wasserloch zu springen. Aber was macht man nicht alles in seinem Leben? So, ihr Lieben, ich hoffe, auch dieses Kapitel hat euch wieder etwas gefallen. Und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei dem Titel Eingänge in eine neue Welt.